So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, im Hintergrund ist gerade so ein doofes Klacken, aber gleich zu einer neuen Folge Minecraft PvP und wir spielen Minecraft Survival Games, wie man es vielleicht schon sehen kann. Und es geht gleich los, bevor ich erklären kann und bevor ich noch ein bisschen was erzählen kann, müssen wir erstmal schnell eine Kiste looten. Das lackt wie Sau. Und ich habe kein Schwert, das heißt, ich muss rennen. Ich habe nur einen Kackbogen und es lackt wie Sau. So, der schlägt mich nur mit der Faust, ich brauche da keine Angst haben. So, hier ein Schwert drin natürlich nicht, hier ist nur eine scheiß Suppe. Ist immer wieder typisch. So, ich könnte jetzt versuchen, die mit dem Bogen irgendwie weg zu bangen, aber ich weiß ganz genau, das wird nicht gelingen. Okay, da ist noch Shit drin. Hier sind zwei Kisten, vielleicht finde ich hier was. Dann kann ich nämlich wegslashen. Ich würde gerne hier nochmal gucken. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt nochmal. Da extra hinzugehen. So, das lege ich mir schnell mal auf die 1, damit ich... den würde ich gerne mal holen. Ach, jetzt hat's geleckt. Ach, Menno. Jetzt ist es natürlich doof. So. Es ist vielleicht ein bisschen laut. Das liegt einfach daran, dass ich bei Survival Games immer die Ton sehr hoch stelle, damit ich alles höre. Auch wenn es gerade ein bisschen laggy ist hier. Die würde ich jetzt... Es ist gerade während der Aufnahme, ist gerade richtig laggy. So, ich habe den ein paar Mal gehittet. Den... Oh. Ihr mit eurer scheiß Angel, ich weiß nicht genau, die Angel macht eigentlich keinen Schaden, aber man geht, kann trotzdem durch diese Kackangel auf die tot gehen. Deswegen hasse ich die Angeln. So, ich hab dich gleich. Ah, ich weiß ganz genau, dass ich dich so kriegen kann mit der Angel. Dass ich mich so mit der Angel nicht kriegen kann, wenn ich so schräg laufe. Aber jetzt rennt er mir weg. Ach Gott. Aber nur die Webzahlen sind doch viel zu scheiße. So, meine DPI-Zahl lasse ich mal oben. So, der erwischt mich gut mit der Angel. Das sollte ich mal... Oh, fick dich. Dich kriege ich. So. Gleich dreht er sich wieder um. Danke. Oh, fick dich. So. Das Gefühl, dass ich gleich drauf gehen werde. Ganz einfach, weil die Angeln hier scheiße sind. Ich weiß noch nicht wieso, aber die Angeln sind hier irgendwie scheiße. Scheiße wie Dreck. Manu. Den kriege ich irgendwie nicht so, jetzt werde ich bestimmt gleich wegen der Angel drauf gehen. Nein? Krass. Komischerweise gehe ich nämlich ganz oft wegen der Angel tot. Das finde ich natürlich scheiße. So, den Bogen lege ich mir mal auf die 2. Die Angel, ja, ich nehme sie mal ins Inventar auf. Scheint ja ab und zu mal was zu bringen. Dieses doofe Weggeslasche. So, hier ist natürlich nichts drin. Die ist natürlich schon gelootet. Ich will nicht wissen, wann die gelootet ist. So, gehen wir mal weiter. Ja, ist bisher sehr schlecht hier, wie ich spiele. Hier ist auch nur drin, nur ein Mushroom und ein Mushroom brauche ich jetzt nicht. Da wäre ich so überdope. So, ein Steinschwert, das ist dumm aus. Endlich mal eine Waffe. Eine ordentliche Waffe. Ich kann mit Äxten nicht so gut umgehen. Obwohl man damit schneller schlagen kann, bringen die mir generell ziemlich wenig. So, das packe ich mal weg. Das nehme ich mal ins Inventar. Und dann geht's weiter. Hier ist noch eine Kiste. So, ich möchte aber jetzt nicht so defensiv spielen, deswegen möchte ich am liebsten weiter Leute suchen. Das müsste aber erstmal ein Leutchen da sein. Denn ich habe meine Strategie ein bisschen umgestellt und möchte lieber jetzt ein bisschen aggressiver spielen. Sonst habe ich ja früher immer sehr oft sehr defensiv gespielt. Das soll heißen, ich habe immer, bin eigentlich meistens immer weggerannt. Habe versucht, möglichst viele Kisten zu looten. Das finde ich ist nicht mehr so die clevere Idee, weil du lernst wenigstens sehr wenig beim PvP. Daher habe ich das ein bisschen umgestellt. Mache es jetzt lieber so zu kämpfen. So, jetzt regle ich ja wieder, das ist gut. So, die Kiste. Ist sie gelootet? Ich hoffe nicht. Nein, die ist nicht gelootet. Und die hat guten Stuff, aber ich bräuchte mal Essen. Ich habe total wenig Essen. Das ist natürlich problematisch, auch im Kampf. Kennt man ja. So, ich stelle irgendwie komischerweise immer automatisch zurück, aber man kann mit Schwertern nichts öffnen, das ist klar. Deswegen stelle ich immer automatisch um. So, schon so ein Reflex. Weil ich Survival Games immer gerne auf Hive spiele. Andere Server finde ich da, sind da immer dezent scheiße.
also dezent scheiße meinten nicht, aber das andere Server, zum Beispiel DustMC, also früher habe ich ja gerne auf Farmville gespielt, ganz oft, Survival Games vor allem. Das ist jetzt nicht mehr so, weil der Server auch nicht mehr so, wenn man mal viele Leute hat, was ich ein bisschen doof finde. Dann geht's weiter mit, oh, hier ist, ich finde keine Kiste und keine Leute. Der Server ist ja so, naja, nicht wirklich, aber so ziemlich down. Er ist nicht mehr so on the top, like früher, als noch Zander da aktiv mitgewirkt hat. Und daher habe ich das da nicht mehr so das Interesse, da hinzugehen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich zieh den Pfeil in den Arsch. Scheiße, nicht gewischt. Ja, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du? Ich werde bestimmt gleich drauf gehen. Schau zu, wie ich drauf gehe. Alter, ich hab den doch. Okay, der leckt. Erstmal ein Pfeil, du Wichser! Wow, jetzt bin ich gut wie tot. Na, noch nicht ganz. So, der hat seine scheiß Angel ausgepackt. Jetzt rennen wir mal still und heimlich weiter. Gegen den habe ich keine Chance. Der hat Full Iron. Das bringt mir herzlich wenig. So, der lackt. Boah, wenn der mal nicht so lang würde. Ja, ich bin tot. Der hat sich so tot gelackt, ey. Das ist scheiße. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Und bis dann, Antenne. Ciao, meine Freunde. Ciao. Hallo, Hallöle. Ich bin mal kurz zurück. Mal, damit ihr mal sehen könnt, dass ich endlich mittlerweile mich schon ein bisschen verbessert habe. Wollte ich mal zeigen, weil ich habe ja momentan relativ oft hier drauf gespielt, weil ich mich schon ja, hier ein bisschen wesentlich besser klar. Komm, man könnt ja vielleicht mal am Rand so gerade meine Statistiken sehen. Wie gesagt, ich bin ein totaler PvP-Noob. Aber, wie man sieht, ich habe schon fast eine KD von 1. Ich versuche es zumindest, eine KD von 1 zu kriegen. Damit hätte ich dann zumindest mal einen ansehnlichen, halbwegs ansehnlichen Wert. Und das wäre natürlich nicht so schön, relativ schön. Ich würde sagen, diese 50 Sekunden Wartezeit würde ich jetzt gleich mal überspringen, indem ich mal kurz jetzt einen Cut drin setze und dann sehen wir es gleich sofort wieder. Also, bis dann, meine Freunde. Bleib. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe das in den Kommentaren geschrieben, ist auch egal. Gleich geht's los und dann sagen wir los jetzt, meine Freunde. So, und ich habe da gerade mich verbackt. Scheiße. Und die Kisten sind bestimmt schon alle leer. Ja, hier ist nur ein bisschen Fleisch drin gewesen. Und ich bin vielleicht gleich schon tot. Mal schauen. So, hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die würde ich vielleicht noch gerne snacken. Aber da ist nichts drin. Und ja, will mich jemand mit der Faust schlagen. Was ist das für eine dämliche Idee? Mit der Faust schlagen bringt immer herzlich wenig. Das ist immer nur ärgern, aber ich muss sagen, das mache ich auch oft. Das mache ich auch sehr oft, einfach weil man es kann. Weil hier gibt es eigentlich gar keine Schutzzeit, glaube ich zumindest, gar keine. Und da ist das schon schön geil. So, das lege ich mal schnell da. Das würde ich gerne auf der 1 haben, da ich immer auf der 1 mit meiner Maus mal schnell rankomme. Dann muss ich einfach nur einmal kurz auf meine Maus drücken und schon habe ich das drauf. Und das ist dann in gewissermaßen auch praktisch. So, und ich habe mich jetzt hier mit dem Jump'n'Run natürlich vertan. Oh Gott. Das ist gerade ein bisschen laggy, da meine Frames nicht so schön sind, da ich hier der hat Rüstung, die würde ich mir gerne snacken, der hat ein Schwert. Der hat ein Schwert, aber der rennt weg. Ich habe ihn zweimal getroffen, aber mit einem Holzschwert und der hat ein perfektes Eisenschwert, den hole ich mir nicht. Ah, ich hole mir mal diese Julze hier. Batsch. Oh Mann, verfehlt. Fuck, verfehlt. Das lohnt sich nicht, gar nicht, die zu holen. Ja, die springt jetzt weg. Die kann ich aber, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht zu dumm anstelle. Bam, einholen. Ja, komm her, komm her. Spar mir doch den Mist, ja. Ey, komm mal her. Das ist eigentlich so total scheiße, Non-Equipment anzugreifen. Aber ich muss ja auch was lernen. Deswegen ein bisschen PvP. Ich würde jetzt ungern schlagen, weil ich vielleicht dann, wenn ich das boosten würde, ein Schwert bekommen könnte. Eine Kartoffel. Mann. Ich hasse diesen Boost. Jetzt soll ich es wieder nicht boosten, weil er wieder eine Kiste ist. Ey, ne? So. Ich hätte wenigstens Stuff gehabt. So, wenigstens mal was. So.
Spinnen jetzt eigentlich mitnehmen können, aber jetzt habe ich schon die Zeit verplempert. Ich bräuchte mal endlich so ein Holzschwert. Lederzeug brauche ich nicht. So. Komischerweise mit der Holzaxt kannst du wieder normale Kisten anfassen, aber mit dem Dingszeug hier wieder nicht. So, das ist gut. Jetzt habe ich auch endlich mal Essen. Endlich mal was zu futtern. Kann ich mir gleich diesen Ungespielt hier schnappen. Mehrfach hart gehittet, aber da kommt ein weiterer verfickter Spasti. Und der ist wesentlich besser equipped, deswegen renne ich erstmal provisorisch weg. Der wird sich, glaube ich, den anderen erstmal schnappen. Das ist ein ungespielt Skin. Und jetzt bin ich schon so gut wie tot. Ja, jetzt bin ich so gut wie tot. Ich habe zwar noch genug Essen, aber die werden mich, glaube ich, jetzt verfolgen. Targeten. Jo, da ist einer hinter mir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das möglichst clever anstelle, denn ich habe nicht weniger als ein Schwert. Da hätte ich dann vielleicht doch das Spinnennetz mitnehmen sollen. Naja, schön clever überlegt. Das war mal wieder minder genial. Ich würde jetzt gerne hier F5. Hopp. So. Ja, booste mich, booste mich. Das ist nicht, finde ich nicht schlimm. Das ist sogar gut, finde ich. Ach Gott, jetzt habe ich das natürlich total verkackt, weil ich immer gucken will, wo der ist. Und der ist tatsächlich hinter mir. Wenn ich mich gut anstelle, könnte ich den irgendwie snacken, aber ich wüsste noch nicht ganz genau wie. Zumal ich total wenig Herzen habe. Und da wäre es jetzt nicht so clever. Ich müsste vielleicht was essen. Ja, oder ich renne jetzt hier gleich davon. Jo, jetzt habe ich. Jetzt habe ich Land. Jetzt kann ich nämlich rennen. So, ich habe auch wieder voll Food-Leiste und da ist jemand. Ach, das war nicht clever. Habe ich mir besser vorgestellt. Ich wollte ihn jetzt irgendwie versuchen, hinten irgendwie umzukriegen. Aber ich habe es hingekriegt. Egal. Wir sehen uns gleich durch. Nächsten Runde. Ich werde hier alles noch ein bisschen besser zusammenschneiden, damit es mehr zu sehen gibt. Auf jeden Fall. Ist er jetzt gleich tot? Ist er das? Nee. Ja, das ist er. Ha! Am Arsch! Auf jeden Fall. Bis gleich, meine Freunde. Hup. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, gleich geht's in die nächste Runde. Und ja. So, bevor ich gleich erzähle, muss ich erstmal die Kisten looten. Brauche ich volle Konzentration. Meine Frames sind sowieso gerade total am Arsch. Weil ich natürlich wieder hier mitten dabei aufnehme, während ich natürlich spielen will, was natürlich wieder unpraktisch ist, da ich irgendwie total wenig Frames habe beim Aufnehmen. Vor allem ja jetzt normalerweise läuft es immer flüssig. Jetzt bei Survival Games, vor allem bei Survival Games irgendwie nicht so. Vielleicht liegt es auch einfach nur am Server, dass der auch ein bisschen schwächer ist als sonst und dass es deswegen auch ein bisschen schwächer läuft. So, die Axt packe ich auf der 1. Wobei da meine. Wie ist das? Ich glaube, das habe ich in einer der letzten Gradings schon erzählt. Egal. So, warum ich jetzt eigentlich aufnehme, ist natürlich auch etwas fragwürdig. Da ich eigentlich schon. Die beiden haben ein Steinschwert, das lohnt sich nicht. Also, es macht keinen Sinn, die jetzt anzugreifen, vor allem mit einer Holzaxt. Warum ich jetzt aufnehme, ist auch ein bisschen fragwürdig, da ich bereits schon, ich glaube mal so 7 Folgen oder mehr, bereits schon oft normal die Erde noch rendern muss. Und. Ach, Steinschwert, gut. Dann kann ich die eigentlich mal angreifen. Gehen wir auch gleich mal zurück. Vielleicht kriege ich die irgendwie abgefangen. Ich habe bereits schon 7 Folgen, die ich alle noch rendern, schneiden, so ein Kack muss. Und da ist eigentlich schon ziemlich doof eigentlich, dass ich hier auf. Ah. Gesnackt. So, der war auch schlecht equipped, also das macht den jetzt keinen Ruhm. So, die anderen beiden sind. Da hinten ist einer. Die kämpfen. Der ist tot. Der ist tot. Schnell mal was essen, bevor ich den. Okay. Ich wette, der kommt gleich raus, deswegen. Der ist auch gar nicht mal so schlecht equipped, deswegen muss ich da lieber Auge aufhalten, aber. Ja, hab ich jetzt richtig gesehen? Der folgt mich nicht, wa? Nee. Sonst hätte ich da jetzt den Namen hinter mir gesehen. So, aber. Man muss immer vorsichtig sein. Jetzt in gewissem Maße darf man schon mal ruhig mal aggressiv sein, manchmal auch nicht. Das ist schon. Muss man den Marsch bewahren. Marsch bewahren. Ja, hier ist die Goldplatte, das ist natürlich gut. Hier ist jede Rüstung ein Gewinn. Jede Rüstung ein Sieg.
So, hier ist eine. Hier sind Haufen Kisten, das ist immer schön. So, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwo eine Kiste übersehen, glaube ich. Ne, habe ich nicht. Krass. Krass, aber da hinten ist noch eine Kiste, die ich mir noch schnell stacken werde. Ich bräuchte unbedingt mal gutes Zeug. Und die Gegner hier sind bisher auch nicht so. Jetzt habe ich den guten Kombo gehabt, aber der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ah, fast. Fast. Ach, Mann. Mann. Fast. Der war jetzt gut, weil er hochgesprungen war, sonst hätte ich es fast geschafft. So ein Scheiß. Na ja, gut. Das sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, hallo und willkommen zurück. Ich hoffe mal, dass diese Runde etwas luckier wird. Das ist etwas, eine Map, die ich etwas besser kenne. Wo ich eigentlich bessere erfahren habe. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Wieder Kisten löten angesagt und wie ihr seht schon, es leckt bei mir ein bisschen. Gut. Okay. Es leckt. Scheiße. Oh, ich bin tot. Oder? Was? Ich lebe noch? Wieso lebe ich noch? Kann nicht sein. Ah, ich lebe tatsächlich noch. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das ist ja richtig krank. Crank ist das. So. Crank. Da habe ich auf Sprung gedrückt. Ach Mann. Es ist ja. Hast du Glück und Pech. Ach ja. Wir sehen uns gleich wieder. Ich war noch unluckier als vorher. Egal. Oh. So, willkommen zurück und ich hoffe, es wird jetzt etwas besser. So, diese Map kenne ich noch nicht so gut. Hier habe ich noch keine richtigen Laufwege. Lass mal gucken, was der Kisten-Loot ergibt und dann denke ich mal, werde ich geradeaus weiterrennen. Ich weiß es noch nicht. Direkt. Und ich habe ein Eisenhelm. Yeah, man. So, hier geht's rund. Das war natürlich mal wieder sehr intelligent. Aber ich kann hier unten lang gehen. Das ist schön. Das ergibt schon mal was. So, hier ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. So. Den Eisenhelm könnte ich mir eigentlich ruhig mal aufsetzen. Das wäre gar keine so dumme Idee. Da ist eine Kiste. Ich habe da hinten auch noch eine Kiste gesehen. Das muss man gucken. Aber ich habe bisher nur Shit. Außer vielleicht der Eisenhelm, aber der bringt einen insgesamt auch nicht so viel mehr Rüstungspunkte. Jetzt mal gucken, was ich bisher so habe. Auf die 1. So, okay. Was der jetzt hat, kann ich mit dem vielleicht snacken. Achso, der ist nicht hier. Gut. Das ist natürlich doof. Ich möchte erstmal hier raus. Ich möchte einfach erstmal hier raus. So. Da hinten ist jemand. Ich habe ein Steinschwert. Das heißt, oh, da kämpfen die ganzen Leute. Ich habe Full Life. Das heißt, ich könnte mir da vielleicht etwas abstiebitzen. So. Der denkt, ich followe dem. Kannst du knicken. Ich gehe zur Mitte. Denn ich habe gerade richtig abkassiert. Ich habe gerade wirklich mir einen Kill erhascht. Einen Halbtoten quasi totgeschlagen. Was natürlich sehr unsportlich ist, aber im Krieg kennt man keine Freunde. So wie heißt es so schön oder so ähnlich. Das war der Spruch. Ich weiß es nicht genau. So, ja, ist nichts. Fakt, der hat mich wirklich eingeholt. Scheiße. Ich wollte mir gerade das Zeug anziehen und dann holt er mich ein hier. Diese Kanalratte hier. Kanalratte, es tut mir leid. Jetzt kriege ich dich. Hab ich dich? Nein, ich hab dich nicht. Scheiße. Ja, sonst hätte ich ja nicht da gestanden, dass der gestorben wäre. Ach, Menno. Die Map kenne ich auch nicht so gut, das ist doof. Habe ich noch etwas in der Hotkey-Liste? Nein, habe ich nicht. Was mir helfen könnte? Dann kann ich nur über Trick Nummer 17 etwas erhaschen, und zwar indem ich hier runterspringe und mich dann durch die Kanal kann. Lack, und da bin ich tot. Scheiße, Mann! Ah, dieser Targeter, ey. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Diesmal habe ich schon mal wenigstens einen Kill gemacht. Das war ja wenigstens schon mal was. Gut. Bis dann, meine Freunde. Bis dann. Also erstmal huben. Hupe. So, hallo. Ich habe fast gedacht, ich habe jetzt die falsche Taste gedrückt. Ah. So, hallo zurück und wir legen gleich los. Etwas später jetzt auf die Aufnahmetaste gedrückt. Und da haben wir schon ordentlich Power.
So, den holen wir uns auch gleich. Den da hinten holen wir uns auch gleich. Zwei Kills haben wir schon. Einfach weil ich gleich ein Steinschwert erwischt habe. So. Das habe ich hier rumgebuggt und der hat auch rumgeleckt. Ich dachte, ich habe den erwischt, aber. Ein bisschen erwischt. Jetzt läuft's! Ich habe gleich ein Dreierteam zerlegt. Gleich in der ersten Runde. Obwohl die natürlich kein Equip hatten, da wo das ist natürlich ziemlich non-Rolle spielend. Na los, komm. Gekillt. Und jetzt erstmal gucken, haben die irgendwas getroppt? Nein, haben sie nicht. Diese Tropse hier. Nicht troppen sie. Nicht! So ein Scheiß, ey. Ist natürlich kacke. Das Einzige, was ich habe, ist jetzt schon mal zigtausend Nahrung. Eine Map, die ich nicht kenne. Aber ich habe schon mal dutzende Kills gemacht. Auch wenn es natürlich noch nur mehr oder weniger Lucky Kills waren, habe ich glaube ich jetzt schon mal den. So ein Scheiß. Den hatte ich eigentlich total oft getroffen, aber der war natürlich. Ich hatte keine Rüstung gehabt, das war jetzt der entscheidende Nachteil gewesen. Habe ich den noch doof getroffen am Ende nochmal. Hätten den vielleicht sogar gehabt, hätte ich mich da besser angestellt, aber gut. Wenigstens mal etwas, was natürlich schon mal wesentlich ein kleiner Erfolg ist. Auf jeden Fall, ja, ein paar Kills gemacht. Meine Kaldierate müsste jetzt vielleicht schon verbessert sein. Und da würde ich sagen, mit diesem schönen Endscreen, der total scheiße ist, weil es gerade laggt, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es Let's Play Minecraft PvP. Ja, wir haben ein bisschen was erreicht. Die eine Runde war nicht so schlecht, wo ich ein paar Leute gekillt habe und deswegen wird noch, wenn es nicht so lang würde, wäre ich bestimmt auch wesentlich besser gewesen, hätte ich ein paar Fehler nicht gemacht, die ich hier gemacht habe. Aber na gut. Was sein muss, das muss sein. Deswegen sage ich, ciao meine Freunde und bis dann.